Weiter geht es mit einer neuen luftverpestenden Folge Evil West. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. I need to find the office. You crazy? The whole area has been totally overrun by bloodthirsty freaks. The National Guard's fighting back, but there's too many of those monsters. If they don't get some help soon, we're all goddamn doomed. Die Lage ist nicht gut, aber ich bin ja hier, Mr. Rentier. So, gehen wir erstmal hier hin, denn hier könnte noch was Leckeres zum Mitnehmen sein. Lecker, lecker Geld. So. Schwupps. Und schwupps. Und wo sind die bösen Jungs? Ich brauche hier was zum Zerlegen, yo. Also bis jetzt bekomme ich sehr, sehr viel Geld. Was ich sehr, sehr gut finde. Per your instructions, I have assessed the value of these assets, and I can assure you that the Kingston oil fields are still pumping and extremely profitable. If properly managed, they can bring in hundreds of thousands, if not millions of dollars per year. Ja, damals war eine Million Dollar natürlich noch eine gigantische Summe. Na, heutzutage macht man eine Million pro Tag, ja. Früher hat man noch von einer Million pro Jahr geträumt. Aber so Ölfelder damals, das waren echte Todesfallen. Also wenn du sterben wollen würdest, arbeite auf einem Ölfeld. Das kriegt dich klein, garantiert. Ich muss sagen, ich finde die Level sind extrem gut gestaltet. Das sieht alles schon sehr, sehr schick aus, wie ich finde. Neuer Skin. Was habe ich denn Neues? Ja, die Skins. Jetzt bin ich hier der Silver Ranger. Ja, ist es halt mit drin, ne? Ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, außer sie werden halt wirklich ganz exotisch. Die sind ein bisschen unspektakulär. Oh ne, ein Spinnenmann. Das ist nicht gut. Turn the lights on. Jetzt gerade würde er extrem gut stehen, der Dude. Wirkt der Flammenwerfer? Boah. Guck mal du. Bam. Boah, der ist aber auch schnell, der Dude. Ah, wieder nicht getroffen, weil der andere dazwischen gesprungen ist. Komm, gib ihm. Oh, that was painful. Ah, ja, getroffen. Endlich. Wow, 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 wow. Easy, pal. Take it, my friend. That was painful. Boah, ist er tot? Ja. Yes. Komm zu Daddy. Alter, die Jungs haben keine Chance gegen uns. Und jetzt nochmal hier ein bisschen Schädel eindappedudeln. Und direkt noch ein Level nach vorne gesprungen. So will ich das sehen. Jetzt halt die Frage, wo geht's lang? Wahrscheinlich ist hier wieder Bonus. Was haben wir denn hier? Alright, nehme ich mal mit. Boah, ich habe eh kein Geld mehr. Das geht so schnell weg. Ich habe einen Skillpunkt. Was nehme ich mir denn?
Was haben wir denn hier? Boah, das ist eigentlich ziemlich edel. Ich glaube, das gönne ich mir. Ich bin jetzt hier unten durch für eine Kiste Gold. Naja, Gold ist halt wichtig, ne? Du brauchst das verdammte Gold. Riesenspinne, schön. Ohne Gold geht nichts. You need the money, yo. Oh nein, hier sind auch diese komischen Bienen. Das bedeutet also, auch Bienengegner werden jetzt zu Standardgegnern halt, ne? Die wirst du immer wieder begegnen wahrscheinlich. Oh, was wäre das gewesen? War das Dynamit? Nee, oder? Dynamit hat ja noch so einen leichten glossy Touch. Komm, mit Anlauf. Willst du ja nicht deine schönen Stiefel hier ruinieren. Hey, you! Can you help us out? The National Guard flooded the fields, but my friends were stuck on the other side. Aha. Ich versuch's, aber ich glaube, hier kommt gleich richtig viel Matsche raus. Okay, gib mir mal das hier. Wow. Alter, jetzt ist aber auch mal gut. Ah, jetzt sind die wieder unsterblich, ne? Alter, das Spiel wird, glaube ich, ziemlich taco. Das wird richtig taco. Trefft den einen Boppel da hinten nicht. Jetzt. War voll unnötig, weil ich den da oben nicht treffe. Ah, unsterblich. Wow, ich glaube, ich gehe wirklich drauf. Hoi. Na, er muss nachladen. Oh, habe ich ein Pech. Oh, das gibt's nicht. Ja, jetzt bin ich tot. Das war so kacke eben, dass er nachladen musste. Okay, ich muss die Kleinen loswerden. Die zerfleischen mich. Oh, nachladen dauert so lange. Schneller nachladen ist auf jeden Fall die wichtigste Fähigkeit im gesamten Spiel. Komm, der ist schon richtig zerwurstet. Komm, die Kleinen müssen weg. Alter, yes, der war gut. Der war gut. Also geht doch. Geht doch, Friends. Das war eben gerade eine ziemlich dreckige Nummer. Da oben ist eine Kiste. So, was haben wir denn hier noch alles? Mehr Lebensenergie oder so wäre auch ziemlich geil. Was ist das denn hier? Auch nicht schlecht. Gib her den Dreck, mein Freund. Gib her den Dreck. More money. Oh, keine Ahnung, wie ich jetzt zur Kiste komme. Thank you, stranger. We thought we were goners. Is there some way we can repay you? Yeah, you can point me towards the oil company office. Oh, it's on the other side of the lake. Though you're gonna have to drain it to get over there. Release all counterweights and you'll open the sluice gates. Die alte Slough. Und dann das Slough Hole. Moin. Let's drain this sucker. Okay, da läuft schon ein bisschen was ab. Need to get to that other one now. Thank you for letting us out, sir. Die waren doch hier nur am Rauchen. Die haben Raucherpause gemacht. I hope you make it, sir.
Das habe ich doch direkt gesehen. Ach so, ich brauche Strom und dann muss ich das da reinbatschen oder was? Okay, let's go. Fix that. Ja, damit. Shit, where's that switch? Komm. Ja, easy. Ja, easy. Also der Typ steht komplett unter Strom, ne? Das ist so ein richtiger Brutzel-Cowboy. Er ist kein Mensch, er ist ein Rentier. Ein gutes altes Rentier. Okay, hier komme ich wirklich nicht mehr rüber, ne? Einmal den Weg verkackt. Aber es gibt, glaube ich, New Game Plus in dem Spiel. Aber ich finde, so ein New Game Plus würde nur dann Sinn ergeben, meines Erachtens nach, wenn du einen Rang hättest. Das fehlt dem Spiel. Na, irgendein Rang. So wie bei Devil May Cry halt, ne? Dass du wirklich sagst, oh, ich hätte in dem Level gerne das B weg. Da muss ein S rein. Und ja, dann ergibt das Sinn, finde ich, so ein New Game Plus. Aber davor irgendwie, ich weiß nicht. I'll take that. Davor irgendwie nicht. Weil warum sollte man es nochmal durchspielen? Außer man liebt jetzt halt das Spiel und sagt, ey, bestes Spiel aller Zeiten. Ich habe so Bock, es nochmal zu spielen. Ja, klar, aber ohne dass ich irgendwas dafür bekomme, würde ich es nicht nochmal durchspielen. Das ist ja kein Wasser, Alter. Das ist Öl. Öl, Alter. Da lebt nichts mehr. Das Tal ist nun für immer verseucht. Aber damals im Wilden Westen, Umwelt, es war denen scheißegal. Da ging es nur um Geld, um seine Familie satt zu kriegen. Jesus. Poor bastards drown themselves following Harrow's orders. Time to get that briefcase and go. Oh, meine lieben Wolfie-Freunde sind hier. Jesus! Alright. Oh, das ist noch gar nicht ready. Alter. Boah, räum ich jetzt auf. Ne? Man merkt nicht, dass ich hier nochmal einen Buff habe. Putz. Nicht mit mir, Jungs. Absolut nicht mit mir. Der Cowboy, der fegt durch. Just burning. Also ein paar sehr wichtige Verbesserungen kriegst du ja nur durch Kisten. Ah, hier, wieder ein Vorteil geholt. Der hier zum Beispiel, wie kriege ich den? Oh, jede Menge vampirische Spinnenweben. Ich brauche halt mehr Kohle. Der alte Jesse braucht das Geld. Wow. Butz. Und gib ihm. Wow. Ist ja gut, Hundi. Alright, die wollen es wissen, ne? Oh, was macht der denn jetzt hier? Wolfsgeheul. Wow. Komm schon. Yes. Alles gut. Ja, Jesse macht keine halben Sachen. This man is on fire. Das ist eine Hard-Killing-Time. Einfach noch zerschrotet. Voll weggewurstet, den Dude.
Okay, wir haben wieder was gelernt. Werwölfe können Freunde holen. Damit fallen sie in meine Hard-Killing-Time. Is that it? Yep. Noch mehr Stromrätselspaß. Erstmal gucken, wohin damit, ne? Gehen wir mal hier hoch. Oh, jetzt sag bloß, man kann durch einen scheiß Zaun nicht schießen. Was soll denn das? So, eine Abkürzung. Erstmal die Schalter suchen. Also einer ist hier. I'm taking it. Hier gibt es 70 Kröten. Dass er wieder oben das Öl rausleckt. Auch nur Geld. Na gut. Need to hurry. Run, boy. Zip, 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 zip. Nur einer? Nee, das sind ja noch mehr. Drei anscheinend. Anscheinend sind's drei. Hey, who's there? Yo, was geht? Shit. For a second there, I thought you were one of those demons. The National Guard barricaded us inside here before they headed off to protect the company office. If you want to find the man in charge, you need to use that crane to move those crates. Roger that. Ich regel das. Hier gibt es gar nicht so viele Informations, ne? Davor gab es hier immer relativ viele Dokumente, die man finden konnte. Cash! Aber jetzt gerade ist nicht so viel los, was Informationen angeht. Oder ich bin konsequent an allen vorbeigejoggt. Run, Jesse, run! So, nächstes. Es fehlt noch irgendwo eins da hinten. Ah ne, es waren nur zwei. Okay, easy. Das wären drei. Aber das Kabel geht ja nur so komisch hinten rum. We make the job. Thanks for letting us out. The office. Where is it? I need the man in charge. There's no way to get there from here. Unless you use the zip line from the top of that tower. But that'd be crazy. Please, you gotta help my buddies. Once you get on the other side, just follow the pipes. It's a kind of maze, but just keep going. Der simuliert doch. Der Mann sieht gut aus. Der hier, dem würde ich es glauben, dass er sagt, ich bin verletzt. Dem auch. Aber alle anderen... God bless you, sir. Oh, was habe ich denn hier? Eine neue Bastelei? Boah, geil, Alter. Oh, yes. Zu wenig Geld. Ich brauch Geld. I can go see my family now. Wenn du deine Familie jemals wiedersehen willst, dann gib mir Geld. After a closer examination, I believe these trust documents are suspect. Every 30 years, the property rights are transferred to the next generation. However, I believe that Peter Debano has likely been deeding them to himself for who knows how many years. Sincerely yours, Jonathan Q. Biddle. Er ist ja auch ein Vampir. Klar, der muss natürlich undercover bleiben. Der darf nicht auffallen, dass er quasi ewig lebt. Smash it.
Jesus. Hat er gerade Jesus gesagt? Der alte Jesus. Das ist der, an den ich glaube. Taser Jesus. Oh oh, wenn ich sowas bekomme, dann geht's hier gleich richtig ab. Dann ist hier gleich richtig Partei angesagt. Alright, let's go. Bats. Oh nö, da oben gibt's Ticks. Nicht gut. Komm schon, gib mir den. Alright, nice. Bums. Komm mal ein bisschen näher. So, hier kriegst du mal ordentlich. So wird das hier geregelt bei uns. Komm, hol dir den. Ah, krieg ich nicht, was? Boots. Komm schon, Alter. Hochkonzentriert. Aber hier wird geschlachtet. Und hier bräuchte ich jetzt einfach ein S zum Beispiel, ne? Dann würde ich verstehen, warum man New Game Plus reindudelt. Sowas braucht einfach so eine Art von Spiel. Außer du willst halt nochmal Koop oder so spielen. Klar, das ist dann schon ganz nützlich, wenn du deinen Charakter mitnehmen kannst, weil du hier alles gelevelt hast und kannst einen höheren Schwierigkeitsgrad machen. Aber auch da, auch bei den höheren Schwierigkeitsgraden, muss irgendwie ein Zeitsystem, Punktesystem rein, sonst haben so Spiele so wenig Sinn, dass man sie nochmal durchspielt. Muss irgendwas zum Posen haben. Devil May Cry 4 habe ich alle Gamerscores geholt. Darauf bin ich ultra stolz, weil es unmenschlich ist. Und ich habe den Beweis einfach, weißt du? Labern kann man ja viel. Labern kann man ja viel. Ich kann ja den Leuten sonst was erzählen. What did that guy say? Oh yeah, follow the pipes. Follow the pipes. Alter, das ist die Hölle hier. Das kann mir halt niemand mehr nehmen. Alle Gamerscores in Devil May Cry 4. Das war das Schwierigste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und ich meine nicht nur in puncto Videospiel. Es war einfach das Schwierigste, was ich jemals gemacht habe. Alles andere, Kindergarten. Aber alle Gamerscores in Devil May Cry 4? Als ich den Erfolg gesehen hatte dann auf der Xbox. Crazy. Ich habe einige üble Sachen gemacht. Was ich auch richtig Respekt hätte, alle Gamerscores in Rumble Rose auf der Xbox 360. Hat das irgendjemand? Weil Rumble Rose ist ja so ein Ableger von den Dead or Alive Girls. Und das war ja auch ultra schwer, da die Gamerscores zu holen. Allein nur, keine Ahnung, 200 Gamerscores ist ja schon fast unmöglich gewesen.
Ah, es waren noch Zeiten, die Gamerscores. Und das Geile an den Gamerscores war, dass die Leute auch noch ultra in der Szene Respekt hatten. Und da, wenn du in irgendeine Lobby von Gears gegangen bist, früher, heute, ja, juckt es keine Sau mehr, ich weiß. Alter Mann, erzählt wieder Geschichten. Aber damals, wenn du in eine Gears-Lobby reingegangen bist, weil die Xbox 360 war halt einfach das Nonplusultra, was Gaming angeht. Bis heute, finde ich, ist das immer noch das Geilste überhaupt gewesen. Dieses Headset bei der Xbox hatte einfach eine so solide Qualität. Ja, es ist einfach eine geile Qualität. Und es war bei jedem Standard-Gamies dabei. Und du bist in so eine Gears of War-Lobby rein. Das waren ja so die ersten richtig großen Multiplayer-Spiele auf der 360, Gears 1. Klar, es gab davor auch schon andere Sachen. Wie Prey haben auch Leute Multiplayer gespielt oder Perfect Dark und so weiter. Ja. Es wurde ja nicht nur Gears gespielt, aber es war also der erste richtig, richtig große Titel, wo dann viele Leute sich nur dafür Gold geholt haben. Weil du musstest ja damals schon ein bisschen Geld bezahlen. Heute ist ja Standard. Und Gears war halt dieses Spiel, wo die breite Masse angezogen hat. Das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, Gears. Besonders der Anfang, keine Hacker und sowas. Später war es dann auch ziemlich hackerverseucht. Aber die Anfangszeit, boah, geil. Richtig geil. Weil du dann da in diese Lobby reingegangen bist und hast gesagt, From. Und dann Leute, ja, German. Dann hattest du direkt jemanden zum Quatschen und so. Also ich habe da nur korrekte Leute kennengelernt. Also 90%. Es war so eine geile Zeit, Xbox 360. Und auch so die Gamerscores, wenn dann irgendjemand... Oh, shit. Okay, jetzt kann ich weiter. Boah, die müssen wirklich gekillt werden. Wenn dann halt jemand deine Gamerscores gesehen hat und wenn du auch noch ein paar kranke Spiele hattest, dann haben die Leute wirklich gesagt, krass, ey, der Typ hat 50.000 Gamerscores. Damals war das so viel. Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 1 Million oder... Ach, was Gott weiß, wie viele. Ich habe ja dann aufgehört. Oh nee, was ist das denn? Was ist das denn für ein räudiges Vieh? Irgend so ein Kaugummi, Alter. Killer Kaugummi from Outer Space. Okay, dann bin ich auf jeden Fall gut was eingesaftet, dem Dude. Alter, was war das denn? Okay, wieder ein bisschen was ist mitgegeben. Oh, was sind das denn für Dinger? Gib ihm. Oh, snap. Oh, snap. Oh, nee. Du willst auch noch Action? Nein, 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 nein. Ugly Mother F. Das ist der Dude. Yes, Alter, der letzte Schuss. Kabooms. Christ, it's about time someone sent in the cavalry. I've been hiding here for a week. This ain't a rescue mission, so watch your mouth. I'm here to pick up some documents for Assistant Secretary Harrow. Documents? I don't know anything about any documents. Oh, these documents? You must be the accountant. Jonathan Q. Biddle at your service. Mr. Harrow promised me immediate backup as long as I kept this safe. Harrow's written you off, Biddle. Sent me for the case, not you.
All I know is that DC wants that portfolio seized. DC? What an asshole. Harrow isn't trying to leverage this property for the government, you ape. He wants it for himself. He wrote me into this scheme for a cut of the profits, and now he's hung me out to dry. That asshole. How big a cut? 10%. Hope it was worth all those soldiers' lives, you greedy little pissworm. I'll take that. Whoa, wait. What about me? How'll I get home? Walk. Tja, gieriger kleiner Sack. Turning the tides, my ass. More like lining your own pockets, you slimy shit. What the hell are you... Biddle. Oopsie-daisy. You sent 24 National Guardsmen to their deaths for a paycheck. When the president gets wind of this, you're a dead man. Oh, I'm sorry. It's just that the way the veins in your forehead are throbbing, it's so comical. Mr. Assistant Secretary... These accusations sound serious, and... First of all, it's Mr. Secretary now. As in Secretary of War. As in the fucking right hand of God. Secondly, do you think the President of these United States is gonna give a royal fuck about the pissant accusations of a podunk... Go ahead, Rentier, do it. Give me a reason to throw your cowpoke ass into Newgate and flens your father's legacy to the bone. The Harrow Institute has a much better ring to it, don't you think? Mr. Secretary, maybe it would be for the best if you... Maybe it would be best if you stopped interrupting me, you groveling mule! You want to make yourself useful? Get to the kitchen and fetch me a cup of coffee! Now fuck off and find some vampires to kill. That's much more your speed. Ich glaube, dem werden wir noch ordentlich den Schädel eintreten. You want something done right, you gotta do it yourself. But you're useless. Alter, ich hab alles für dich erledigt. So, shut up, man. So, ich will unbedingt die Shotgun-Verbesserung, weil Shotgun ist geil. Ja. Need this shite. Oh, ich habe schon wieder einen Punkt, sehe ich gerade. Was ist das denn hier? Todtrotzen. Oh, das ist richtig geil, ne? Was ist das hier? Ist auch ziemlich hot. Gruppenflug. Kriege ich hier mehr Lebensenergie? Blut und Donner. Nee, ich nehme das hier. Todtrotzen. So, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Your father's waiting for you in the basement. Alright, auf Wiedersehen und tschüss.